Willkommen bei einem neuen Let's Play hier bei mir. Ich freue mich sehr, euch dieses Spiel präsentieren zu können. Es ist The Infected, wie man sieht, ein Survival-Spiel. Ein bisschen wie The Forest, hat auch hier und da Ähnlichkeiten, wahrscheinlich weil ähnliche Assets benutzt wurden. Ich hatte schon lange mal Bock auf ein Survival-Game und da ich ja die Wish-Version von Gronkh bin, muss ich natürlich auch die Wish-Version seiner Let's Plays machen. Und ja, dann fangen wir hier mal an. Ich guck mal kurz in die Option Video. Windowed Fullscreen, das finde ich gut. Epic, 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 epic. Max Framerate 60, die können wir mal hochballern auf 144. WeSync an. Und okay. So, ja, dann sehen wir uns gleich mal in einem New Game. So, Start Day. The first day you want to want swarms to start. Ah, okay. Ich kann jetzt noch aus the number of initial wambies spawned each subsequent swarm attack the number of spawned wambies will increase by one. Okay. Mhm. Wir fangen erstmal einfach an, so wie es ja hier sozusagen vorgeschrieben ist. Type Game Name. So. Mal gucken, wie lange wir überleben. Wahrscheinlich bin ich nach 10 Tagen tot. Los geht's. Wieder ein sehr interessanter Ladebildschirm. Ach ja. Schön was. Also ich höre was. Ah, okay. Wir sind also im Spiel. Hold F to view. Player Stats and Tutorial. Okay. Ah, okay, hier, das soll ich machen. Gather one stone und so weiter. Hier, Health, Stamina, Thirst, Proteins, Carbs, Fats. Okay, krass. Ja, okay, das geht weiter, als ich dachte. Mal gucken, was ich hier so machen kann. Okay, Shift ist Laufen. Kann ich auch crouchen? Ja, mit C, okay. Das kennt man ja auch. Wenn ich crouche, wird's nass. Alles klar. Ich glaube, ich habe mir die Hosen gemacht. Gehen wir ja hier ins Wasser. Was haben wir? Herr, die Grafik ist aber auch echt nice, ne? Oh, das ist wirklich schick gemacht. Huch, ja. Erstmal umgucken hier. Wie kann ich denn Sachen aufsammeln? Ah, cool, da kann ich das immer anzeigen lassen. Hm. Also mit G kann man sich hier Gesundheit und Ausdauer anzeigen lassen. Kann auch springen, okay. Springen kostet auch Ausdauer. Die regeneriert sich nach einer Zeit auch. Alles klar. Mal gucken hier. Bisschen laufen. Wir müssen ja hier ein bisschen was finden. Hm. Oh, da war eine Biene in meinem Ohr. Okay, das ist echt cool gemacht. Wir kacken mal, was hier so los ist. Wunderbar, da ist ein Tierchen, das kann ich verfolgen. Höchstwahrscheinlich ist es kein Jagdtier, sondern eher ein, ich habe Angst vor Menschentier. Aber es gibt hier auch Predator, wie wir ja im Menü beim Game-Start gesehen haben. So, ich will mal hier oben auf den Berg mal ein bisschen Ausblick haben. Okay, ja, ein bisschen Ausblick ist gut. Haben wir eigentlich eine Map? Alter, bitte. Das ist viel größer, als ich dachte. Hier, Vampire Base Location. Okay, hier sind überall so die Bösewichte, die Infizierten. Also die Story ist so, es gab eine Infektion, die sich verbreitet hat. Es wurde ein Impfstoff entwickelt. Dieser ist leider ein bisschen daneben gegangen und hat die Leute mutieren lassen.
wie gesagt, auch in der Optik hat es ein bisschen was von Forest. Ich hätte auch gern Forest gespielt, habe es aber ursprünglich dann, habe es dann verworfen, weil ich es einfach schon so viel gesehen habe bei Gronkh und auch anderen Let's Playern, dass es für mich nichts Neues mehr gewesen wäre. Das hätte ich schade gefunden. Deswegen das hier. Ich habe auch noch ein anderes Survival-Spiel in petto, aber das ist etwas aufwendiger, deswegen habe ich das erste Mal nicht angefangen. Sondern guck mich jetzt erstmal hier um. Oh meine Fresse, das ist ja krass hier. Was? Was? Ich habe genau gehört, das war meine Mutter. So, okay. Ich soll Stones gathern, ne? Und wenn ich hier so gucke, ne? Da ist ein Stein, da ist einer, hier ist einer. Und wieso kann ich die nicht gathern? So, Don't spawn around the player, just look on the ground. For gray interactable stones. Ja, toll. Das habe ich mir ja fast nicht gedacht. Die sind übrigens fast alle grau. So, und welchen davon kann ich aufheben? Ist ein bisschen doof. Naja, ist ja Survival, ich soll ja überleben. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich stirb wahrscheinlich am ersten Tag, weil ich einfach nichts finde. Warum? Okay, es soll ja Horroranteil haben. Und das fand ich jetzt schon gruselig. Warum rollt da plötzlich einfach ein Stock links? Vor allen Dingen dachte ich, es wäre halt ein Tier. So, ich habe schon mal einen Stick gegathert. Den kann ich ja jetzt auch mal weitermachen. Und andere Sachen gathern, ne? All together now. Oh Gott. Wo befinde ich mich denn jetzt hier auf der Map? Ach so. Ich gehe mal Richtung Fluss. Flüsse sollen immer gut sein. Die Menschen haben sich früher auch immer an Flüssen angesiedelt, weil dort gab es Wasser und Ernteflächen und so weiter. Ich werde einfach mal dasselbe machen, in der Hoffnung, dass mich nichts sofort tötet. Aber wahrscheinlich töte ich mich selbst durch Dummheit. Ich falle irgendwo runter oder so. Das ist ja eigentlich das Normalste in Spielen. So nach dem Motto, gibt es in diesem Spiel eigentlich Fallschaden? Und dann hat man es rausgefunden und darf von vorne anfangen. Kennen wir wahrscheinlich alle. Die häufigste Todesart bei Witcher. Man fällt irgendwo runter, weil man die Höhe nicht richtig einschätzt. Das ist immer wieder schön. Wir wollen doch nur was sammeln. Hallo? Bist du ein Interactable Stone? Ja! Das ist ein Small Stone? Jetzt ernsthaft? Nicht irgendwie das hier? Oder? Nee. Dieses Riesengeröll, weißt du? Kommt da so ein Findling. Jo, hier hast du einen kleinen Stein, ne? Kannst du ein bisschen besser draus machen. Was ist das? Willst du mich verarschen, oder was? Oh, guck mal, hier hat jemand schon für uns einen riesen Was? Das war eindeutig mein Vater. Ja, ich bin das Kind einer Kuh und einer Ziege. Wo bist denn du? Ach da, hallo. Ich verfolg dich. Hallo, hallo Papa. Papa, Papa, komm mal her. Papa, 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 Pa, 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 Pa. Alter. Battery low. Was für ein Zaubertier. Ich wollte doch ans Wasser. Da muss ich ja noch ein bisschen weiter in die Richtung. Ich lasse mich sehr leicht ablenken, das ist mir bewusst. Oh mein Gott, das ist hoch. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So, schauen wir mal. Schon cool hier. So, was habe ich denn jetzt hier geschafft? Das habe ich schon mal. Open Inventory and click the crafting item, Anvil and Hammer. There you can drag and drop stone. One slab. Okay. Wo habe ich denn mein Inventor? Auf I. Bandage, ein Feuerzeug. Ach so, da. Okay, das da und das da. Stone Axe. Wir haben eine Stone Axe gecraftet. Wo haben wir die jetzt? Auf der 1. Piu, piu. Da unten steht ja, to attack, shoot. Ich weiß, damit ist halt gemeint, wenn ich eine Schusswaffe hätte, könnte ich... Es gibt hier Schusswaffen. Das finde ich gut. Bestimmt so ein Kram hier, so, wie heißt das? Diese,
Ich komme jetzt gerade nicht auf die Namen. Hier, Pfeil und Bogen. Meine Fresse, ey. Damit können wir dann jetzt Holz hacken. Das wollen wir doch mal machen, ne? Und mal gucken, wie das aussieht. Ja, ist ja gut, Alter. Ich bring dich ja gleich um. Mann, da kannst du gar nicht erwarten. Okay. 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 Ah, okay, es ist tatsächlich original wie in The Forest. Man kann halt auch nur begrenzt tragen. Da unten haben wir auch ein Symbol, wie haltbar unsere Axt noch ist. Das finde ich auch gut. So, ich hack mir jetzt erstmal hier ein bisschen Holz, bis ich was bauen kann, ne? Ich will ja gucken, dass ich möglichst alles in der Nähe habe. So, ich schmeiß jetzt erstmal alles da. Nein, bleib bei mir. Wow. Alter, dieses... Was geht denn mit den Dingern ab, Alter? Fliegen die einfach hier durch die Gegend. So, Inventory. Okay, ich habe hier schon was dabei. Flask, okay. Beef Stew. Wer kennt ihn nicht? Beef Stew, das ist der Kollege, der Kumpel von, wie heißt er? Disco Stew, meine Fresse. Okay, Build Wooden Foundation. Mouse View Rotate, okay. X und Mouse View Adjust Height. Okay, ah, cool. Ah, alles klar, ich werde mir dann hier sowas bauen auf jeden Fall. Gucken wir mal, ein bisschen höher, so. Und dann werde ich das hier hinbauen und dann das nächste werde ich dann daneben bauen. Dann baue ich mir erstmal hier so eine kleine Hürde, ne? Kann ich das nicht? Warum nicht? Ich will das aber. Okay, X und Adjust Height war das, ne? Okay, das war ein dummer Plan. Tab Cancel. Delete to Remove. Oh Gott, Alter, was ist das? Ja, will ich. Okay. Alles klar. Dann mache ich das eher hier so, glaube ich. Ne? Da habe ich ja noch ein bisschen Schutz mit Bäumen und so. Das ist ganz gut. Dann nochmal hier Inventory. Bla bla. Constructions. Placeables. In Itempedia. Okay. What? Alter, wie krass. Sawbench, Workbench. Okay, das finde ich cool. So, Wooden Foundation. Will ich dann mal hier so, rotaten wir das mal ein bisschen. Ja, machen wir da. Und dann nochmal. Height adjusten hier. Auto Shutdown initiated. Okay, meine Kopfhörer sagen, ich muss laden. Warum geht das nicht? Das finde ich doof. Aber ich will doch hier foundationieren. Gut, dann halt nicht. Tab Cancel. Delete Remove. Confirm. Ja. Was habe ich denn hier noch? Was kann ich noch bauen? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Wooden Wall, Wooden Ceiling, Wooden Window Frame. Wooden Window. Okay, wir machen mal Wooden Wall. Ne? Wo können wir die denn hier mal placen? Alter, place mal den Key irgendwo. Ich will doch nur ein Haus haben hier. Ich wollte so ein schönes Haus am See, Alter. Fluss. An der Straße liegt ein Haus am See. Ich muss mal kurz das Kabel anschließen, ansonsten habe ich keine Musik mehr. Lärm. Zum Glück dauert das 10 Tage, bis sie ankommen, ey.
Charging battery. Auto shutdown cancelled. So, ich habe wieder Strom auf den Kopfhörern und bin gerade echt überfragt. Tab cancel. Bark chips. Ruff, ruff. Entschuldigung. Der war halt echt nicht so gut, wie ich dachte. Gucken wir mal, wenn ich den jetzt hier place. So, warte mal. Warum bewege ich mich nicht richtig? Ach so, da ist ein Baum. Alter, meine Fresse, bin ich doof, ey. Dann kann ich den daneben. Hier noch ein. Kann ich hier noch ein. Kann ich da noch? Okay. Dann mal hier. Hier geht nicht. Da. Da geht auch nicht. Okay, ich baue mir erstmal eine ganz komische, krude Hütte hier hin. Und jetzt gehe ich nochmal wieder ins Inventar. Dann gucke ich mal. Nee, nicht das da. Wooden Ramp. Wand. Ich brauche auf jeden Fall Wände. So, adjust hate. Kannst du mal ein bisschen Hass, bitte? Was ist das? Kann ich das nicht ansetzen, wenn das noch nicht fertig gebaut ist? Kacke. Hier, Tab. Muss wahrscheinlich auch langsamer was essen. Oh, fuckity fuck. Das finde ich gar nicht gut. Ja, komm. Add Materials. 3 von 4. Und Planks brauche ich auch. Alles klar. Es ist mir schon ganz cool eigentlich, dass da so ein bisschen Physik mit drin spielt. Weil die Sachen dann auch wegrollen und so. Wenn man dann den Halt wegnimmt. Meint ihr, ich sollte vielleicht langsam mal irgendwie was zu essen finden oder so? Wäre das vielleicht gar nicht so schlecht? So, was steht hier denn bei F? Gather plant fiber. Okay. Craft a stone blade. It requires just one stone. Ah, so. Habe ich denn nicht noch einen Stein? Kennt doch Harry Potter und ein Stein. Nee, natürlich nicht. Was ist das hier eigentlich? Ach so, meine Waffe. Futter und Gedöns. Was kann ich hier denn? Ach so. Muss ja hier auch mal was anderes finden, ne? Brauch mal was für Essen. Und Lagerfeuer und so. Kann ja nicht wahr sein, dass ich hier nichts finde. Na, was kriegt man da raus, wenn man dies kaputt haut? Vor allen Dingen brauche ich da genauso lange für wie für einen Feuerholz. Oh, wie gut! Leute! Ich habe Heuer gefolzt. Feuer geholzt. Also nicht Feuer geholzt, sondern Feuerholz gesammelt. Man kann nicht laufen damit. Oh, ich habe die jetzt bestimmt irgendwo gedroppt. Ich bin so doof, ey. Na egal, wir wissen jetzt ja, wo es geht. Ah, okay. Das landet tatsächlich im Inventar. Ich muss es dann aber halt irgendwo erstmal ablegen. Ich habe auch nur Ey, ich werde sowas von sterben. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich hier das andere Feuerholz weggemacht habe. Naja. Ne, Profis bei der Arbeit. Ich glaube auch keiner guckt mich, weil ich gut bin. Im Zocken. So. Dann droppen wir mal wieder die Logs, Alter. Ich bin auch so ein Idiot. So. Nichtsdestotrotz, ich habe langsam mal ein bisschen Durst. Hallo?
Ob ich wohl hier was trinken kann? Nein. Hunting for proteins. Build a campfire. Build a foundation. Build a sawbench. Ich glaube, das ist auch ein bisschen kalt hier. 4,7 Grad Celsius ist halt nicht viel, ne? Weißt du, vorhin mäht das die ganze Zeit neben mir, wo ich mal ein Tier suche oder so? Nö, 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 keine Lust, ne? Ich lass mich hier nicht jagen, weil wegen ist so. Warum kann ich keine Blumen sammeln? Wenn ich keine Blumen sammeln kann, ist das kein gutes Spiel. Ich mag Blumen sammeln. So. Nee, da ist auch nichts. Kann ich das mitnehmen? Nö. Wo befinde ich mich jetzt? Gefährlich nah an irgendeiner komischen Kacke. Ich weiß nicht, ob ich da in die Nähe will oder sollte, aber ich guck einfach mal, was ich hier so finde, ne? Ich habe nämlich einen verdammten Durst und brauche was zu trinken. Und vielleicht finde ich ja in der Nähe. Wo? Ich hab dich doch gehört. Hä? Es kommt immer näher, aber ich sehe nichts. Hä? Godzilla, bist du's? Alter, ich hab... Was geht denn hier ab? Okay, es kam aus der Richtung. Ich höre das hier auf meinen Kopfhörern. Jetzt kam es von da. Da oben war auch was. Oh! Kann ich ihn benutzen? Irgendwie. Es wird langsam dunkel, ne? Ich sollte vielleicht mal dafür sorgen, dass ich hier doch zurückgehe an meinen Platz und vielleicht das ein oder andere Feuerchen mache. Ich kann mit der Melone springen und plötzlich ist sie sonst irgendwo. Oh, meine Stamina ist zu Ende. Na gut. Ich bin aber fast schon da. Ich laufe los und bin ganz groß. Ich habe eine Melone getragen. Habe ich schon gemacht gerade eben, ne? Egal. Egal. Hier bitte Meme einfügen. Oh, meine Stamina geht weg. Oh nein. Ich kann doch bitte nicht mit, ohne Witz, ne? Ich kann doch jetzt nicht echt mit einer Melone schwimmen gehen, oder was? Ja, klar. Ich weiß zwar nicht, wo ich mir die Melone gerade hinstecke, aber ich habe sehr viel Platz in irgendeiner Körperöffnung. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und was ich die ganze Zeit schon überlege, ne? Habe ich eigentlich Füße? Nein. Geil, ich habe keine Überdachung und nichts. Oh, nö. Das finde ich nicht gut. Jetzt werde ich ja nass. So, Tag 1. Mhm.
Nee, Tab war das. Oh Mann, ey. Was mache ich denn jetzt? Füll doch hier ein bisschen und so. Hier, Crafting. Wie mache ich denn ein Feuer? Hier, Placeables. Campfire. Ich brauche 10 Small Stones und Firewood. Okay. Ja, gut. Steine scheinen hier echt ein seltenes Zeug zu sein. Also gehen wir mal auf die Suche. In der Hoffnung, dass wir weder erfrieren noch sonst irgendwie leiden müssen. Das finde ich echt ein bisschen schwierig, den Anfang. Naja, aber ich werde das schon finden hier. Ist ja kein Problem. Ansonsten. Die Sachen rollen mir immer entgegen. Seht ihr das? Die wissen, dass ich das brauche. Was ist hier noch? Was ist hier noch? Was ist hier noch? Hallo, hallo, hallo. Ich hätte gern 1 Stein. Hallo. Hallo, Stein. Wie war das, ne? Auf den höchsten Punkt unter den höchsten Baum gehen, da ist man sicher vor Gewitter, ne? Ja, oder hier so ins Freie auf den höchsten Fleck ist noch viel besser. Ne? Am besten dann noch einen Metallstab in der Hand halten und den dann hin und her schwingen und präsentieren. Das ist auf jeden Fall sicher. Ich habe gehört, das ist eine total logische, erwachsene Idee. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was hier gerade... Oh, cool. Harvest. Geil. Ich habe eine Gurkenpflanze gefunden. Und geharvestet. Dann kann ich die anbauen. Cool. Ich werde Gurken-Großhändler. Das weiß ich ganz genau, Alter. Das Gewitter hört sich so mega gut an, dass es mir schon fast ein bisschen Angst macht. Ich kann einfach so durch kleine Bäume gehen. Alter, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Okay. Ist echt gar nicht so einfach, die Sachen hier am Anfang zu finden. Ne? Also da habe ich schon leichtere Spiele gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich lasse mich nicht entmutigen. Es war bestimmt voll die bescheuerte Idee, da unten zu bauen. Ah, na, egal. Ich werde jetzt mal mutig in die Richtung Untergang gehen. Ne? Wenn ich gleich sterbe, ne, wisst ihr Bescheid. Na, komm schon. Ne, ich soll ja auch noch so ein Messer machen, habe ich gehört. Ne? Hier, Craft, Small Stone, Craft, Stone Blade. Geil. Geil, geil, geil. Wenn ich das jetzt an Stock mache? Nö, geht nicht. So und was? Was? Plötzlich passt das nicht. Ja, nee, ist klar. Ey, ihr habt doch auch alle einen großen Schaden. Was habe ich hier? Von 15? 15 wovon? Achso, von den Barkchips. Von den Hundechips, die bellen nämlich. Das ist nämlich Bark. Weil Bark heißt bellen. Oder halt Borke. Hunde können also Englisch im Englischen. Was war... Okay. Gruselig. Ja... Yeah.
Was? Was? Die verfolgen mich ja. Geh weg. Scheiße. Wie weit verfolgen die mich denn? Hilfe? Alter. Ja, kein Problem. War vielleicht nicht so schlau? Melon Plant, die harvesten wir doch mal. Cucumber Plant, harvesten wir doch mal. So, es wird langsam dunkel. Ich habe kein Feuer. Kann man irgendwie hier so eine Fackel machen? Siehe, das da. So und so. Das ist echt schade. Was haben wir hier denn hier? Da waren nur die Rezepte, ne? Mhm. Okay. Resources. Armor and Cloth. Okay. Other. Was habe ich hier? Ja. Kann ich auch irgendwas nur aus Plant Fiber? Nein. Doch, hier. Okay. Was ist das? Eine Kappe. Okay. Das ist wieder mit Federn. Ey. Others. Ja, ich hätte ja schon irgendwie gerne eine Fackel. Weil das echt mistig verdammt dunkel ist. Ich werde jetzt einfach mal wieder zurück. Werden wir doch nochmal im Anfangsgebiet gucken, da wo ich gestartet bin, dass ich dann vielleicht da was finde. Vielleicht ist es ja auch mit Absicht das Startgebiet. Oh Gott, ey. Ich muss zugeben, ich hatte schon ein bisschen Schiss vor den Typen da, Alter. Die waren schon heftig und irgendwann fangen die an, mich anzugreifen, so wie bei The Forest. Laufen wir mal weiter. Da ist irgendwas vor mir weggehüpft. Nicht dieser Stein, dieser auch nicht. Alter, man sieht im Dunkeln halt wirklich nichts. Gar nichts. Schnauze. Keine Zeit für... Jo, Papa ist wieder da. Ah, Hilfe. Hüpfi. Hüpfi. So, wir hören mal lieber auf zu laufen. Um ein wenig Stamina wieder zu kriegen. Oh Mann, ey. Ich will die Blumen sammeln. Die sind hübsch. So, da sind wir gleich wieder da, wo wir angefangen haben, ne? Hm.
Ja, ist wirklich praktisch, dass es so dunkel ist, ne? Man kann ja im Dunkeln ist auch gut munkeln, ne? Da haben wir ja alle was von. So. Aber offenes Feld ist ja meistens ein bisschen lichter, ne? Deswegen heißt es auch Lichtung, ne? Ja. Ich werde einfach mal mich weiter hier umgucken, ob es hier Stones gibt. Weil die sind schon ganz praktisch, habe ich gehört. Ne, hier haben wir auch ein Stone Blade. Ne? Die muss man ja auch verwenden. Ne, sonst weiß man ja auch nicht. Könntest du mich mal nicht von der Seite anknauern? Du Sack. Ich schwöre, wenn du mich gleich angreifst, ne? Und ich da gejumpscared werde, dann raste ich aus. Ruhe jetzt. Alter. Hallo, herzlich willkommen beim Ich bin zu blöd, Sachen zu finden Simulator 2020. Die nachfolgenden Let's Plays verschieben sich um mehrere Tage. Also, ist doch gar nicht so einfach, ne? Ich hau jetzt den Baum kaputt. Aus Rache. Ich fange einfach nochmal von vorne an hier. Ich baue mir jetzt hier was. Ist mir egal. Dafür holze ich jetzt erstmal alles weg. Ja. Ärgerlich, aber was soll's. Ich finde hier genauso viele Sachen wieder. Ich habe gerade erst angefangen. Erstmal holze ich hier ein bisschen was weg, damit ich Platz habe. Damit es schön aussieht. Wasser habe ich in der Nähe, also kann ich auch davon was nehmen. Ist eh viel schöner als der Fluss. Was ich nur mich frage, ist, warum gibt es so wenig Steine, die man aufsammeln kann, wenn der ganze Boden voller Steine ist? Das finde ich wirklich ein bisschen schwierig. Wo? Das kleine Ding da, nee, das ist ein Vogel. Sagen, das kleine Ding da vorne kann doch nicht solche Elchgeräusche machen. Das wäre ein bisschen seltsam. One Stone, Alter! Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal so freuen werde. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, dass ich dich hab. Oder so ähnlich. Keine Ahnung, ist nicht meine Musik, höre ich nicht. Ich freue mich nur gerade, endlich mal einen Stein gefunden zu haben. Dieses hartnäckige Feuerholz, das schon komplett morsch ist und völlig verrottet, ist echt schlimm, dass es von einer Axt einfach immer noch 4 Schläge braucht. Obwohl man es wahrscheinlich mit der Hand auseinanderbauen könnte. Warum? Warum bist du nicht aufhebbar? Warum? Ich teabag jetzt den Stein. So. Das ist auch nur Feuerholz. Ein großer Stein. Ich brauche kleine Steine. Oh, da ist schon wieder das Wasser. Ich glaube nicht, dass ich im Wasser Steine finde. Ich will nicht durchs Wasser. Was soll das? Ich will ums Wasser rumlaufen, Mann. Der ums Wasser rumlaufen, Mann. Der ist